So, wir sind wieder unterwegs. Wir sind in Bremen. Vor uns liegt der steilste Weinberg Europas. Ja, wieder richtig geiles Wetter. Es ist der 5. Mai und wir haben 26 Grad. Das ist der Weg und wir müssen gleich, denke ich mal, da vorne klettern, um da oben hinzukommen. Man sieht es fast gar nicht. Da ist das Kreuz, da müssen wir hin. Unser Weg geht 3,6 Kilometer hoch. Das ist ein Rundweg. Allerdings liegen wir, glaube ich, ziemlich viele Höhenmeter zurück. Also ich bin mal gespannt, wie lange wir brauchen. Letztes Mal im Saarland sind wir 16 Kilometer gewandert. 3 Kilometer hört sich erstmal nicht viel an, aber ich glaube, es wird trotzdem richtig anstrengend. Igor baut seine Ausrüstung auf. Sabrina auf der Jagd. Was machen Sie da? Ich suche mein Ganz wichtig trinken bei den Temperaturen. Und Sonnencreme. Ja, und Sonnencreme. Keine Sonnencreme. So, gerade eine kleine Rast auf der Bank mit dieser Aussicht. Wir haben ungefähr die Hälfte geschafft. Es ist ganz schön anstrengend. Es geht die ganze Zeit berghoch, aber es ist ziemlich cool. Ich habe auch gar nicht irgendwie das Gefühl, dass wir irgendwo in Deutschland sind. Es erinnert mich so ein bisschen an so eine Wanderung am Gardasee oder so. Ja, ja. Aber ja, und es ist auch genauso warm wie in Italien. Es ist scheiße heiß, einfach. Es ist nicht warm, es ist heiß. Vor allem diese ganzen Schieferplatten hier. Okay, ist das ein Schieferstein? Da. Das strahlt einfach die ganze Hitze zurück und es ist dann von unten und von oben heiß. Ein Boot. Ein Boot wäre richtig cool. Wir sind ja schon sportlich und so, ne? Aber uns hat merken auch wir. Ja, und vor allem, uns hat gerade eine Gruppe Rentner überholt. Die waren nicht am Schwitzen. Was soll das? Okay, geht noch. 133. Mein Puls ist auf 166. Geil. Jetzt würde ich niemals Sport machen. Ihr Kommentar? Kein Kommentar abgeben. Da ist es. Da ist es.
ich. Schaut mal, wie hoch wir sind. Da unten ist irgendwo unser Auto. Irgendwo da. Ich würde sagen, da. Ja, genau, ich auch. Also wir sind den Höhensteig hoch. Das waren ungefähr 3,5 Kilometer, glaube ich. Und jetzt könnte man verschiedene Wege zurückgehen. Und wir haben jetzt irgendwie ein Schild gefunden, 4 Kilometer bis Brenn nochmal. Wir gehen jetzt einfach mal den Weg. Was genau uns erwartet, keine Ahnung. Aber mal gucken. Wir kommen auf jeden Fall wieder an unserem Parkplatz dann irgendwo raus, hoffentlich. Ist das ein Kuckuck? Ja. Jetzt hat er aufgehört. Hört ihr das? Vier bis sechs Wochen später. Also bevor wir hier zu dem Klettersteig gefahren sind, haben wir uns ein paar Bilder im Internet angeguckt. Und es sah irgendwie so aus, als müsste man an manchen Passagen richtig klettern. Das war jetzt irgendwie nicht der Fall. Keine Ahnung, ob wir vielleicht doch irgendwie ein bisschen anderen Weg gegangen sind. Es ging aber am Ende bis zum Gipfelkreuz wirklich schon sehr steil hoch. Also mein Puls war teilweise laut meiner Pulsuhr auf 166. So hoch ist er normalerweise nicht mal, wenn ich laufen gehe. Aber gut, ich bin halt so eine Steigung irgendwie echt nicht gewohnt. Aber es ist auf jeden Fall machbar. Also vor uns waren oder hinter uns waren auch relativ viele ältere Leute unterwegs mit Stöcken. Die sind auch hochgekommen, wenn auch wesentlich langsamer als wir. Was man auf jeden Fall sagen muss, am Gipfelkreuz ist so eine kleine Weinschenke. Da könnt ihr verschiedene Weine trinken. Es gibt auch Sprudel und Traubensaft, bisschen Kuchen, Rohesser, Brot für eine kleine Stärkung und Dixi-Klos. Allerdings finde ich persönlich die Aussicht vom Gipfelkreuz nicht so schön wie die Aussicht von dem Steig selbst. Also wir haben in der Mitte irgendwo Halt gemacht an so einer Bank und da war auf jeden Fall eine schönere Aussicht als jetzt von ganz oben, weil man wirklich einfach eine bessere Sicht direkt auf die Moselschleife hatte.
So, wir haben uns wieder umentschieden. Wir gehen doch nicht den Weg, diese 4 Kilometer bis nach Bremen zurück, weil wir haben nämlich das Gefühl, dass wir dann nicht mehr wirklich die Sicht auf die Moselschleife haben. Und wir gucken jetzt, dass wir irgendwie wieder an dem Weinberg hinten runtergehen und da noch ein paar Fotos machen. Auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dass wir wieder zurückgegangen sind. Wir haben jetzt eben noch einen sehr coolen Fotospot gefunden und auch echt coole Fotos gemacht. Und jetzt gehen wir trotzdem ein kleines bisschen anders zurück. Jetzt komm schon. Das sieht sehr parkourmäßig aus. Schaut's mal, dass jetzt dein parkourmäßiges da runterspringt. Parkour. Wir kürzen ab, oder? Nein, das ist ein Kaktus. So, wir haben jetzt 7:15. Wir waren zwischenzeitlich zu Hause, haben uns umgezogen, waren duschen. Und jetzt gehen wir noch essen in Trier mit Freunden. Und zwar probieren wir so einen Tapasladen auf, der irgendwie total bekannt ist und total gut sein soll. Wir haben jetzt auch irgendwie 3 Wochen im Voraus reservieren müssen. Bin mal gespannt, wie es da schmeckt. Hab bisher nur Gutes gehört. Ja, definitiv. Ich bin auch sehr gespannt. Wir sind zu viert, haben uns 2 Kajaks jetzt geholt und gleich geht's los. Die Tour ist angegeben mit 3 bis 4 Stunden. Bin gespannt, wie lange wir wirklich brauchen. Ja, wir laufen jetzt erstmal zu unserem Einstiegspunkt und dann kann's losgehen. Das sind wirklich große Steine. Oh.
oh, oh, oh. Oh. Sind wir nicht aufgesetzt? Da ist ein Vogel untergetaucht. Ja. Ist echt voll schön hier, oder? Es ist total schön. Also wirklich, man meint überhaupt nicht, dass es Deutschland ist. Ja, das ist, wie ich schon gestern gesagt habe, irgendwie. Das ist, weil man hier einfach wohnt und dann halt eigentlich nicht so viel macht. Sowas hier macht man eigentlich nur im Urlaub. Dabei ist es ja hier wirklich genauso schön. Also man muss dazu sagen, es gibt ja wirklich Menschen, die kommen hier hin und machen Urlaub hier. Das heißt, wir wohnen quasi in einer Urlaubsregion. Und wenn man selbst da wohnt, vergisst man halt einfach, wie schön es da eigentlich ist. Ich glaube aber, das ist genauso. Menschen, für uns ist zum Beispiel der Strand was ganz Besonderes und für Menschen, die irgendwie am Strand wohnen, ist das dann vielleicht irgendwann auch so. Ja, ist halt da, ne? Schätzt man dann irgendwie nicht mehr so. Jetzt geht's ab!